das mit nur zweien gehen? Es fehlt halt leider echt nicht viel. Aber genug. Das ist halt echt so ein kurzer Weg nur. Hier bringt mir der Würfel auch nichts. Da reinkomme ich sowieso nicht, aber das ist auch ein fester. Wenn ich halt hier hochkommen würde, könnte ich einfach da oben lang gehen. Aber das geht ja leider nicht. Und du bist genauso hoch, ne? Ja. Schade. Okay, nee, dann weiß ich hier gerade auch nicht weiter. Will mich heute ehrlich gesagt nicht zu lange in Rätseln aufhalten, den ich sowieso nicht weiter weiß. Ne, Kollege? Ach ja, die eine Kackstatue haben wir ja auch noch, die wir zusammensetzen können. Stelle. Ich stelle fest, dass ich heute nicht zum Rätseln gemacht bin, so richtig. Und dass das ein sehr schlechter Wortwitz war. Okay. Los geht's. Zack. Dann irgendwo hier. Ein Konnektor. Habe ich noch einen irgendwo? Nein. Kann auch direkt hier hindurch. Da ist nämlich noch einer. Ha! Und natürlich brauche ich den hier auch direkt. Jetzt habe ich keinen mehr. Ja, ich habe zwei. Von hier aus komme ich nicht rum, ne? Nee, von hier aus kann ich nur durch die Fenster.
Fenster gucken. Aber ich habe ja nur zwei Konnektoren. Angenommen, ich würde den einen jetzt hier mit rumnehmen für diese Tür. Dann wäre das natürlich sehr schön. Würde mir aber prinzipiell nicht so viel nützen, oder? Das ist mir auch schon wieder zu hoch gerade. Heute ist nicht mein Tag mit Rätseln. Heute ist nicht mein Tag. Ich guck mal, ob vielleicht noch Hinweise sind. Ja, so Nachrichten, aber ist nichts. Schade. Waren wir hier überall einmal drin, ne? Und haben uns reichlich blöd angestellt. Ja, daran erinnere ich mich. Ja. Gut. Dann war das hier wohl nichts. 5. Das ist die 7. Ich will jetzt auf 5. 5. 3 Sterne. Feiert weiter, Leute. Absender Lubomir Georgiev an ... betrefft die LAN-Party am Ende des Universums. Yo! Ich weiß nicht, ob ihr Jungs das gemerkt habt, aber das ist das Ende der Welt. Da es nichts gibt, was wir dagegen tun können, sollten wir nicht ein bisschen Spaß haben, bevor wir abkratzen, anstatt nur rumzusitzen und zu weinen? Ja, ihr wisst genau, wovon ich rede. Videospiele! Es ist LAN-Party-Zeit. In 2 Tagen werden wir uns alle in der alten Schulbibliothek treffen. Es wird Fressalien, Getränke, Musik und Oldschool-Gaming geben. Und ihr seid eingeladen. Bringt eure Freunde mit. Vor allem, wenn sie scharf sind. Wir sehen uns 3000 vor Christus. Lub, lub. Fortschrittsreport 32. Absender Nadja Sarabay. Ehrenverteiler. Fortschrittsbericht 32. Wir sind nun an diesem nervigen Punkt angelangt, an dem alle wichtigen Elemente funktionieren. Wir uns aber noch um Millionen von Kleinigkeiten kümmern müssen. Die Hauptmodule funktionieren alle so, wie sie es sollten und kommunizieren gut miteinander. Der Prozess läuft mehr oder weniger wie geplant ab. Vielleicht funktioniert alles tatsächlich. Aber es ist alles immer noch verdammt rudimentär. Manche Probleme sind nur oberflächlich, wie die zufälligen Benutzernamen. Einige machen mir ein bisschen mehr Sorgen. Verschiedene Bugs, die Tatsache, dass wir keine umfangreicheren Tests durchgeführt haben. Wir müssen noch eine Menge Kanten abschleifen. Jetzt, wo das Team auf die Hälfte seiner ursprünglichen Größe dezimiert wurde, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir noch alles schaffen können. Was ich also morgen wirklich dringend diskutieren möchte, ist eine neue Prioritätenliste. Macht euch bitte ein paar Gedanken darüber, was eurer Meinung nach unbedingt fertiggestellt werden muss. Nadja. PS. Alexandra, schlaf doch mal. Ich weiß, dass du immer noch am Schaffen bist. Das ist dein Baby. Wir werden dich morgen brauchen. Philosophie der Zähne. Letzte Nacht hatte ich eine einfache, aber geniale Idee. Jeder, der über Philosophie und Spiritualität schreiben möchte, besonders um irgendeine großartige Aussage über die Natur des Körpers oder der Seele zu machen, sollte zuerst eine richtig schlimme Zahninfektion durchmachen. Ich meine nicht nur leichte Zahnschmerzen. Ich meine die Art von Hammerinfektion, die von mehreren inkompetenten Zahnärzten falsch diagnostiziert wurde, die wächst und wächst, bis sich die Karies in einem deiner Backenzähne zum Nerv durchgefressen hat und alles wirklich hoffnungslos entzündet ist. Der Schmerz ist unvorstellbar. Er kommt in Wellen und diese Wellen übertönen alles andere. Du kannst nicht reden, dich nicht bewegen, nicht denken. Es gibt nur Schmerzen und nichts anderes mehr. Es ist, als ob der Schmerz dein Gehirn komplett übernimmt. Und dann? Du gehst zum Zahnarzt, vorausgesetzt, du hast einen guten Zahnarzt. Und er spritzt dir Chemikalien ins Blut, die dich taub machen. Dann bohrt er ein Loch in dich, schneidet den Nerv schnipp schnipp und es ist vorbei. Einfach nur so. Es ist nicht anders, als ein Auto oder eine Uhr zu reparieren.
Deine ganze Existenz wurde von diesem einen winzigen Nerv, der elektrochemische Signale an dein Gehirn aussendete, lahmgelegt. Und dieser unvorstellbare Schmerz, der fast dein Bewusstsein ausgelöscht zu haben scheint, kann einfach so gestoppt werden. Mit einem kleinen Schnitt. Wir sollten es das Thanos-Prinzip nennen. Aber das wäre unglaublich dumm. Allerdings. Okay, hier ist es wieder etwas weitläufiger. Aha! Ich werde mich hier ein wenig ausruhen. Ich brauche ein wenig Ruhe und Frieden. Das Schicksal kann warten. Oh, das ist eine schöne Ecke zum Ausruhen. Ah, das wäre eine Anomalie. Aber wir gehen erstmal zu dieser Nachricht. Ich versuche mir ständig vorzustellen, dass all dies für einen bestimmten Zweck entworfen wurde. Nicht allein die Prüfung, sondern auch Elohim, die Terminals, die Störungen und all das. Das Rätsel befindet sich nicht vor uns, sondern in uns. Wir selbst sind das Rätsel, so gesehen. Also, das ist eine interessante Sicht auf die Dinge. So, was haben wir hier? Zwei Würfel zum Preis von einem. Das ist ja zu gnädig. Ist das noch was? Nö. Einen Würfel brauche ich hier. Ja. Ein Ventilator. Noch ein Ventilator. Folgendes. So. Aber. Das geht nicht so einfach, wie ich mir das denke. Und ich stecke hier fest. Weil ich richtig clever bin. Ja, natürlich. Man kennt mich. Erstmal wieder Ventilatoren. Würfel. Ventilatoren, natürlich. Darf ich vorstellen? Ventilatoren. Das Problem wird jetzt, das da unten und gleichzeitig das da anzumachen. Das geht so nicht.
das jetzt am besten hin? Hier mal hoch. Hier kann ich nichts mitnehmen. Hier habe ich auch nichts zum Mitnehmen. Keinen weiteren Würfel. Ich muss ihn irgendwie hochgepüstert kriegen und dann zur Seite. Anstelle kommt das da ja trotzdem nicht durch. Gibt es wirklich sonst nichts weiter zu holen? Nö. Na, toll. Den kann ich auch nicht mit rumnehmen. Den? Nein, kann ich nicht. Ich dachte gerade, ich könnte ihn ja hochlaufen lassen über einen Ventilator, aber das geht ja nicht, weil das Ding schießt ja nicht so rum. Wenn ich den hier unten hinstelle, damit er dahin schießt, komme ich da oben nicht mehr ran. Ich bin clever. Bin so richtig clever. Da. Hier sind zwar Fenster, aber auch das klappt. Das wird eine Friemelarbeit, sage ich euch. Das wird nichts. Schade. Durch Holz schießt das nicht, ne? Natürlich nicht. Bitte nicht. Nein, den kann ich ja nicht mit rumnehmen. Ich müsste gleich beide übereinander stellen. Beide übereinander. Oh. Dann so. Ist ja aber hier noch die Tür zu. Und die kriege ich nicht auf. Nee, die kriege ich nicht auf. Toll. Geht also auch nicht. Ich dachte gerade beide übereinander stellen, aber geht ja auch nicht. Gut, dann. Ich halte mich heute nicht zu lange an Rätseln auf. Das hat eh keinen Sinn. Da ist noch ein Rechner. Aber erstmal gucken wir hier rein. Oh. Es tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals. Frosch im Hals. Im Hals natürlich. Mach dir nicht die Mühe, weiterzugehen. Ich bin dir weit voraus. Oh ja. Einfach mal ein bisschen überheblich werden. Muss man sich auch mal gönnen können. Was? Was? Ach, das ist der da draußen. Alles gut, das ist der da draußen. Du bist...
Was? Wie gemein! Das ist eine Granate.